Jo Leute, was geht ab? Heute reagieren wir auf Nahim's Goal. Erkenne den. Erkenne den Sexarbeiter, wir gehen rein. Let's go. Leute, mein Name ist Nahim Sky und ich begrüße euch zu einem neuen sexy Video auf meinem YouTube-Kanal. Freunde, heute haben wir ein sehr, sehr spannendes Thema, nämlich erkenne die Sexarbeiter. Das heißt, heute werden 5 Personen behaupten, ihr Geld mit sexuellen Dienstleistungen zu verdienen und wir müssen erkennen, wer von den Personen die Wahrheit sagt und wer lügt. Ihr sagt nur eine einzige Person die Wahrheit, der Rest sind einfach nur... Tisch muss mal gesäubert werden. Das hatte ich mir in den letzten Videos auch, aber ich wollte einmal nur sagen... Glasreiniger, Lappen, zack. Spieler, die uns grausfrech ins Gesicht lügen. Guck mal, die lügen uns einfach an. Nicht was. Aber Freunde, kommen wir zurück zum Thema. Heute mache ich das Ganze wieder nicht alleine, sondern ich habe mir Special Guest geholt, um zu erkennen, wer uns heute anlügt. Das heißt, Freunde, ich würde sagen, wir schnacken gar nicht groß rum, sondern bitten einmal unsere Special Guest rein, bitte rein! Was geht, Jungs? Alles gut, Digga. Servus, was geht? Ich mag, wenn es ein bisschen weniger sind, so wenn die zu viert sind, weil dann kann jeder mal seine Meinung abgeben. Ja, ja, ja. Letzte Folge waren so viele, man konnte von jedem die Meinung richtig hören, weißt du? Was geht ab, Mann? Wie geht's, Bro? Man kennt sich, Ja, ja, safe. Bro, deine Hoodie sieht krass aus, Alter. Sexy, oder? Bruder, du siehst unnormal sexy aus. Kann man sich kennenlernen? Frag mal, woher? Von Zeitjeans? Wieder alte Gesichter hier. Ey, Jungs, es freut mich immer wieder, euch am Start zu haben. Was geht ab? Ey, Jungs, heute haben wir ein sehr, sehr spannendes Thema. Nämlich erkenne die Prostituierte. Beziehungsweise erkenne die Sexarbeiter. Okay. Ja, was, so. Was heißt Sexarbeiterin? Muss nicht sie sein, kann auch nicht er sein. Also in so Prostitutionsbereich oder auch so in so einem Sexladen? Ich würde sagen, Dienstleistung. Also wirklich Sexdienstleistung. Okay, das kann ja. Nice. Ich würde sagen, schaut mal gar nicht groß rum. Jo. Sondern bitten unsere Teilnehmer einmal bitte rein! Auf ersten Blick, ich sag dir ehrlich, ich glaube wieder dieses zu auffällige. Weißt du, was ich meine? Ich kann mir gerade niemanden... Das Ding ist, man kann nicht sagen, du siehst aus wie ein Sexmitarbeiter. Ja, das ist auch scheiße. Ja, aber es ist wie, als erkenne den Terroristen, da kam auch eine mit Kopftuch. Ich glaube, manchmal, die machen dieses offensichtliche, Sexmitarbeiter, ich ziehe mich mal richtig freizügig an. Weißt du, was ich meine? Ja, so auf die, ja, genau. Aber der Mann im Anzug, safe, der ist so einer, der sich mit Frauen trifft und mit denen auf Date geht. Ja, ja, so, dieser Callboy. Ja, Callboy. Ich weiß nicht, wie heißt. Ich weiß nicht, wie heißt. War ja schon mal ein Abfall. Sowas, oder? Ja, kennst du ja. Was sagt denn so euer erster Eindruck? Ich würde sagen... Ganz rechts für mich. Ja, ist auch ganz rechts. Ganz rechts ist interessant, aber ich sage euch ehrlich, ich bin auch... Also ich könnte mir niemals vorstellen, was der Herr da hinten rechts zu sagen hat. Also wenn er sagt... Zuhälter. Callboy. Nee, Zuhälter passt ja nicht. Er ist wirklich der aktive Callboy. Callboy würde er sagen, Adi, Callboy. Okay, würde ich sagen, schnappen wir gar nicht was rum, oder? Ja, Callboy. Ja, Callboy heißt das. Die erste Dame bitte machen. Ich dachte auch erstmal Zuhälter, aber du musst ja aktiv drin sein. Ja. Leute, nur mal so. Im letzten Video haben wir so ein bisschen gehört, dass angeblich hieß, die gucken das vorher, weil wir es richtig erraten haben. Da finde ich es ein bisschen traurig, so von eurer Seite aus, jetzt nur die Leute, die es geschrieben haben, sowas zu behaupten, ohne es zu wissen. Wir gucken das nicht vorher. Wir haben voll oft schon verloren. Wir haben so oft nichts verloren. Dagegen, weil wir das nicht ernst nehmen. Wir machen das nur zur Unterhaltung. So. Ja. Im Endeffekt, wir gewinnen nichts, also, wir verlieren nichts. Wenn wir sagen, ja, der hat bestimmt ein Buch geschrieben und am Ende hat er ein Buch geschrieben, dann ist es einfach so offensichtlich, weil ich habe jetzt schon jede Folge geguckt von dem und es ist irgendwie immer dasselbe, habe ich das Gefühl, bei den Leuten, die es dann sind, weißt du, was ich meine? Oder halt eben nicht so. Aber guck mal, es ging konkret darum, weil wir wussten, dass die eine Person dort den Obdachlosen hilft. Sorry, das habe ich auch begründet. Ich sage ja nicht einfach, ja, die ist es und so, sondern wir begründen das, Junge, irgendwann ist es offensichtlich. Ja. So, auf sowas kommt man, wenn man richtig zuhört. Geschichte. So, hi.
Hi. Ich bin Ladies. Hi Ladies. Servus. Also ich kam mit 9 nach Deutschland, weil meine Mutter hier wohnte. Damals ich war alleine in Kuba, nur mit meinem Papa, aber vorher bei der Oma und dann bei dem Opa. Heißt, ich war hin und her. Ich hatte nie einen festen Stand. Ich kam dann hierher, aber ich war ein sehr freches Kind. So, also habe ich dann mit 13 meine Mutter wieder nach Kuba geschickt für ein Jahr. Damals war die Lage in Kuba sehr schwer. Heißt, wir hatten nicht so Essen, unser Haus war komplett aus Holz gemacht. Es gab so Hurricanes, die unser Haus einfach fast jedes Mal kaputt gemacht hat. Und da mussten wir wieder alles von neu bauen. Also habe ich mich dann entschieden, mich zu verkaufen. Auf der Straße. In Kuba aber? Mit 14. In Kuba oder hier? In Kuba. Also es kam nach Kuba so Ende 13, also so Anfang 14 so, ne? Darf ich dich fragen, wie alt du jetzt bist? 18, fast 19, nächsten Monat. Also als du 14 warst, wurdest du gezwungen? In Kuba? Freiwillig. Ich war halt eben auf der Straße halt und da waren noch mehrere Kinder. Ich habe mich dann da verkauft. Ich musste wirklich da alles machen. Nur 50 Pesos am Tag habe ich verdient. Wie viel Euro sind das? Fast nichts, glaube ich. Das ist 1,80, 1,90 also Euro. Oh mein Gott. Also ich wusste gar nicht, dass wir jetzt auf so harte Sachen eingehen. Weißt du, was ich meine? Das ist ja schon... So, weißt du, Kinderarbeit im Prinzip. Oh, ich hoffe, stimmt auch nicht. Ich hoffe, sie lügt. Also, aber so, es gibt's Geld. Das müssen ja, wirklich, klar, das klar. Müssen Kinder ertragen. Ja. 1,90 Euro, 1,80 Euro. Was? Ja, das ist wirklich... 2 Euro? Ja, das ist krass. Boah, das ist richtig... war richtig krass. Ja, das ist ganz andere Währung. Pro Tag. Und ich musste alles machen da. Wie bist du aus der Situation rausgekommen? So, das war sehr schwer. Anfang 15. Wenn das stimmt, ne? Also ein Jahr. Ein Jahr habe ich das gemacht, heimlich. Ich musste mich dann verkaufen. Ich habe dann aber meinem Vater gesagt, das Geld, was ich habe, hat mir meine Mutter von Deutschland geschickt. So, weil ich hatte ein Jugendkonto gehabt. Heißt, ich kann in Kuba mit der Karte Geld einzahlen und auszahlen. Mein Vater hat es herausgefunden, weil ich hatte in meinem ganzen Körper Schlägen, also so blaue Flecken gehabt. Weil, wie gesagt, da machen die alles mit dir. Ist egal, ob du ein Kind bist und so, du musst das machen, was sie wollen. Wenn du nicht machst, dann die schlagen dich und so alles. Und manchmal war das so, dass die sind einfach gegangen, ohne zu bezahlen. Und dann, ich musste den... Mein Zuhälter, ich musste dann das Geld bezahlen, was der Kunde also nicht bezahlt hat. Wenn das stimmt, ne? Wie siehst du das heute? Echt, heute? Das war für mich eine Lektion. So manche Frauen heute oder manche Mädels in meinem Alter, die denken so, einfaches Geld ist einfacher, als wenn ich so eine Ausbildung mache und einen normalen Job habe. Ich sag euch ehrlich, macht das nicht. Das lohnt sich einfach nicht. Den Körper, den muss man respektieren als Frau. Was ich gemacht habe, war für mich so eine Lektion, die kann ich niemals vergessen. Wie ich da rauskam, mein Vater und mein Onkel mussten dann mein Zuhälter Geld bezahlen. Über 2000 Pesos. Das Ding ist, er hat uns verarscht. Am Ende wollte er ja noch mehr Geld haben. Und so kam ich dann raus. Da ist es so, die nehmen dir alles weg, damit du nicht zur Polizei gehst oder andere Stadt oder so. Was wäre, wenn du zur Polizei gegangen wärst? Ich würde tot. Die bringen dich um. Also ich hatte ja am Anfang gesagt, so rein optisch, so voll übertrieben vom Aussehen ja, und so. Ja. Die machen das ja wie bei dem Obdachlosen, die haben genau das Gegenteil genommen. Ja, so ja, genau, genau. Erstmal habe ich so gedacht, okay, die würde ich nicht nehmen, ja. Aber ich glaube irgendwie gerade. Also sie erzählt sehr gut und guck mal, man sieht in ihren Augen und so, also da ist gar keinerlei so, sie lacht. Wenn sie jetzt lügt, dann lügt sie verdammt gut. Ja, voll. Andere Welt. Ist das so krass da, oder wie? Das ist eine andere Welt ab, oder? Das ist krass. Was man da alles aus Geldnot macht, ne? Unglaublich. Ich habe da so viele Sachen gesehen. Mit welchem finanziellen Mittel bist du nach Deutschland gekommen? Meine Mutter hat mich wieder nach Deutschland geirrt. Wusste deine Mutter, dass du das dort machst? Erst später hat sie es dann herausgefunden, als mein Vater sie da angerufen hatte. Und sie hat dich nur nach Kuba geschickt, weil du frech warst? Genau, das war die Strafe. Das ist bei uns so, Latino halt. Und wie verarbeitest du deine Zeit? Ich habe mich abgelenkt. Meine Mutter hat es mir verziehen. Ich habe jetzt auch eine Schwester bekommen. Sie ist ein Jahr alt. Glückwunsch. Und Dankeschön. Was hat dir deine Mutter verziehen? Dass du, wo du alles. So, ja, Moment, aber sie hat dich ja eigentlich quasi... Sie hat mich geschickt. Nein, aber ich meine, das mit dem Verkauf eigentlich müsstest du ja ihr verziehen. Nein, ich war gar nicht sauer auf sie. Ich habe sie verstanden, warum sie es gemacht hat. Ich muss an der Stelle sagen, wenn ich sorry, der Wahrheit... Ja, dann ist schon sehr hart. Ich muss auch sagen, es gibt ja auch leider solche Fälle. Klar, natürlich. Ja, ich muss noch was sagen. Tut mir leid. Und zwar, ich wurde auch da mit einer Machete bedroht. Von einem Kunden, ja. Okay, dann würde ich sagen, machen wir trotzdem mal mit der nächsten Kandidatin weiter. Oh nein, wurde dein Spiel gerade von einem Update unterbrochen? Ja.
Okay, dann würde ich sagen, machen wir trotzdem mal mit der nächsten Kandidatin weiter. Hi, ich bin Maryam, ich bin 19 Jahre alt und habe mit 13 habe ich angefangen mit der Prostitution. Meine Eltern haben sich früh scheiden lassen, 2008. Es ging mir sehr nah. Das Finanzielle bei meiner Mutter war auch sehr schwer. Ich habe noch zwei Geschwister. Ich habe normal meine Schule weitergemacht. Ich kam privat zu dem Ganzen und hatte da eine gute Freundin. Die hat mir das angeboten. Ich war am Anfang ein bisschen skeptisch und halt am Überlegen, ob ich das wirklich durchziehen möchte. Mit 13 kann man ja schlecht irgendwo einen Minijob anfangen oder sonstiges, dass man in der Familie helfen kann mit dem Geld. Und deswegen habe ich, nach langer Überlegung, habe ich damit angefangen. Machst du es jetzt immer noch? Ich habe wieder damit angefangen. Ich hatte eine Pause, nachdem meine Mutter herausgefunden hat, dass ich das mache. Meine Mutter ist zusammengebrochen natürlich. Das ging mir dann auch wieder ans Herz. Dann hat meine Mutter mit mir versucht, darüber zu reden. Am Anfang ist es natürlich eskaliert. Ich habe versucht, das Ganze zu erklären, dass ich ihr einfach nur helfen wollte, damit wir uns ernähren können, ohne Probleme, ohne irgendwelche Gedanken. Meine Mutter, sie möchte gerne, dass ich meine Schule vernünftig beende oder dass ich eine Ausbildung anfange und dass mein Leben wenigstens einen vernünftigen Abschluss hat. Wann hat deine Mutter davon erfahren? Wie alt warst du da? Ich war 14. 14. Und deine Verstehe ich nicht. Sie hat mit 13 angefangen. Sie hat mit 13 war sie alt genug, um zu verstehen, dass sie mit dem Verkauf ihres Körpers Geld verdienen kann. Ja. Safe. Hä? Ich habe 13-Jährige so anders gekauft. Nein, Bruder. Also, ich glaube, wenn du eine Freundin hast, die sowas weiß und dich dann beeinflusst, dann erstens mit 13 bist du beeinflussbar. Und zweitens, dann verstehst du das ganz schnell. Ja, und wie kommt sie da, also wie findet sie Leute, die das machen und so? Gute Frage. Aber okay. Ich glaube ihr irgendwie nicht ganz. Das Ding ist so schwer, ich will nicht sagen, ich glaube ihr nicht, am Ende ist sie so. Ja, dann also dieses scheiße. Mal halten wir es wirklich zurück. Ja, aber sie ist nicht so realistisch in meinen Augen. Ich bleib bei, verstehe ich. Zu jetzt? Deine Mutter hat mit, als du 14 warst, mit der 35-jährigen Chefin geredet darüber. Ja. Dass du Prostitution weiterführst. Ja. Hey Jungs, Walla, ganz kurz. Bruder. Lass sie ausreden. Sie wollte sie am Anfang anzeigen, dann habe ich auch gesagt, ich höre damit auf. Dann hat sie mir versucht, da rauszuhelfen. Meine Mutter hat sich zusammengerissen, dementsprechend sind wir zu einem Kompromiss. Ach, sie hat eine 35-jährige Chefin, die organisiert das bestimmt. Junge, hören wir gerade zu? Ja, ich höre zu. Ich habe es gar nicht gehört, dass sie es gesagt hat. Ich habe es auch, haben die es rausgeschnitten? Leichter rausgekommen. Das war 2018, habe ein Berufsfachjahr gemacht. Da habe ich das in der Zeit noch nebenbei gemacht. Nicht oft, aber ich habe es gemacht. Meine Mutter hat in dem Zeitraum nicht großartig... Die Nase. Also sie hat richtig auffällig so, oh Mann, ich lieg gerade richtig. Gefragt, weil das immer so nur ein bisschen Geld war, was ich ihr gegeben habe. Und dann habe ich 2019 meine Ausbildung angefangen, habe sie dieses Jahr im Juni beendet, wurde dann leider gekündigt aus unerklärlichen Gründen, habe jetzt seit September, Mitte September wieder angefangen. Also bist du wieder aktiv dabei? Ja. Okay. Also ich glaube kein Wort. Ich respektiere es, aber ich glaube kein Wort. Wie erreicht man dich denn? Ich habe eben meine Chefin bei WhatsApp und wenn dann bestimmte Männer, dann schreibt sie mich an, wann ich da hinkommen soll und dann läuft das Ganze. Also was ist jetzt dein Auftrag hier speziell? Warum entscheidest du dich jetzt hier vor potenziellen Millionen von Menschen zu sagen, ich bin Sexarbeiterin? Mein Selbstbewusstsein. Ich habe schwer damit kämpfen müssen. Ich wurde 8,5 Jahre gemobbt. Gefällt dir denn der Job? Nicht wirklich, aber ich mache es für das Geld. Also ich bin momentan in einer schwierigen Lage. Ich bin mit 18 ausgezogen. Dementsprechend weiß meine Mutter das jetzt nicht. Wollte ich das Video, wenn sie das erfahren? Das, ja, leider. Ich wollte gerade sagen, immer die sagen, keiner wusste es, ich sag's hier zum ersten Mal, die sind es nie. Sie waren es wirklich nie. Nicht, ja. Weil sie hat es so gemacht. Ja, leider. Ja, also, ja. Sie wirkt so, ihr wisst ja, jeder macht einen Eindruck. Jeder Mensch macht einen Eindruck. Und sie macht den Eindruck, als ob sie irgendwie gerade die Schule fertig macht oder eine Ausbildung macht und nichts mit der Sache am Hut hat. Ja, sie wirkt sehr eingeschüchtert. Deswegen, wenn Ali ihr Fragen gestellt hat, hat sie so gemacht. Ja, ich habe eine Chefin, also ihre Stimme war so zitterig. Ja. Die macht so, ich habe eine Chefin und die, weißt du, so. Bruder, Walla. Wenn ihr jetzt nochmal sagt, wir fragen sie noch eine Frage, Bruder, dann raste ich hier aus. Ja, meine Mutter hat eben TikTok oder wenig auf YouTube. Nein, alles gut, darum geht's gar nicht. Gut, alles gut. Deine aber Geschichte war geil. Ich versuche gerade auch ein gutes Verhältnis zu meiner Mutter aufzubauen, deswegen schäme ich mich jetzt gerade nicht dafür. Nein, null. Alles gut. Du hast auch gut die Geschichte erzählt. Ich würde sagen, wir machen erstmal mit dem hinten rechts weiter.
Das ist doch scheiße, wenn du so in der Vorstellungsrunde irgendwie rauskommst. Sie macht so, ich will eine gute Beziehung zu meiner Mutter. Oh, bei dem bin ich gespannt. Interesting. Ich bin der Luca, ich bin 26 Jahre alt und ich möchte euch heute erzählen, wie ich vom Gigolo zum Bordellbesitzer gekommen bin. Vom Gigolo zum Bordellbesitzer? Was ist ein Gigolo, Leute? Was habe ich gesagt? Was ist ein Gigolo? Callboy? Achso, okay. Das ist jetzt eine Bezeichnung für euch als Verständnis. Das ist, wenn man mit einer oder deutlich älteren Dame so eine längerfristige, auch sexuelle Beziehung eingeht. Okay, das heißt, ihr verkehrt auch miteinander? Ja, unter anderem. Wie lange machst du das schon? Ich mach's nicht mehr. Also so, hast es gemacht. Okay, wie lange hast du es gemacht? Genau. Ich habe mit 18, also ich muss ein bisschen ausholen, ich hoffe, das stört dich nicht. Ich bin bei meinen Großeltern eher aufgewachsen als bei meinem Elternhaus, weil sie viel gearbeitet haben und ich hatte einfach einen besseren Draht zu meinen Großeltern. Also meine Großeltern waren bekannt mit einem anderen Paar. Die Frau eben von diesem Paar, bei denen waren wir öfter zu Besuch, so monatlich ein, zwei Mal vielleicht so. Und da hat sie mir immer schon Geld zugesteckt, mal 100er, mal da. Also einfach, weil ich da war. Das war halt einfach, die waren ein bisschen wohlhabender. Und dann mit 16 habe ich angefangen, dort so Haushaltssachen bei ihr zu machen, also bei dem im Familienhaus. Wie gesagt, ihr Mann, der war so alt wie mein Opa 75, also zu dem Zeitpunkt. Also waren die auch über 70 war die jetzt? Oder wie? Er war über 70, sie war 20 Jahre jünger. Also sie war 50 ungefähr. Okay. Oder okay. Anfang 50. Ja. Gehbehindert war er, dann habe ich viel Einkauf erledigt, habe den Haushalt ein bisschen gemacht, habe Garten. Also ja, ist jetzt Callboy oder Bordellbesitzer? Er war Callboy und hat sich hochgearbeitet, glaube ich, zu einem Bordellbesitzer. Und das Ding ist, ich habe gerade nur so Stichpunkte verstanden, weil irgendwie... Hier wurde ein bisschen gerade komisch geschnitten. Das war so... Ja, ich glaube, der hat viel geredet, der Bray. Ja. Und das Ding ist, das könnte ich mir gut vorstellen. Und er redet ein bisschen so zu eintönig. Ich bin so... Es ist schon spät, weißt du, und er erzählt halt wieder... Aber es kann sein. Ja, es kann sein, aber irgendwie, ich glaube ihn nicht so ganz. Okay, ich will mal weiter. Okay. Gemäht und so Kleinigkeiten, wie man halt so macht. Hab da ein bisschen Geld nochmal gesammelt, bis ich dann 18 war. Also das habe ich nebenbei neben der Schule gemacht. Beim letzten Jahr ist er leider verstorben. Ich war dann öfter für sie da, als ich eh schon war. Also wirklich auf keine sexuellen Ebene, einfach ganz normal als Helfer, weil wir eben gut befreundet waren durch meinen Opa und Oma und habe dann eben weitergemacht und also war weiter einkaufen, war weiter im Garten, habe das öfter gemacht, mir eben entsprechend Geld gegeben. Eines Abends halt bei ihr, also ich bin vom Einkaufen gekommen und wie gesagt, ich habe null Andeutungen bisher gehabt. Es war auch für mich überhaupt nicht irgendwie die Intention dahinter, irgendwie in der Art irgendwas zu machen. Dann war ich bei ihr abends auf der Couch. Also es klingt jetzt wirklich wie in einem schlechten Film, aber dann war es so, dass wir halt nebeneinander saßen, ein bisschen gegessen haben und so. Dann ihre Hand halt auf meinen Oberschenkel wanderte. Und ich muss ehrlich sagen, es klingt vielleicht ein bisschen blöd, aber ich war wie versteinert in dem Moment. Habe mich nicht gewehrt, wenn ich ehrlich bin. Ja, über mich ergehen lassen, auf gut Deutsch. Ja, dann ist es halt zum sexuellen Akt gekommen letztendlich. Du bist Gigolo gewesen, aber nur für eine Person. Bitte, ja, nur für sie. Und du bist jetzt Zuhälter? Nein. Bordellbesitzer. Das ist gut, dass du sagst, weil das sind zwei verschiedene Paar. Zuhälterei ist in Deutschland verboten. Zuhälterei ist, wenn ich jetzt Damen unter mir hätte und denen ich das Geld, das sie verdienen, einziehen würde zum Beispiel und denen Schutz gewähren würde zum Beispiel. So sehe ich nicht aus, erstens. Und zweitens mache ich das nicht. Ich habe Bordelle, die ich besitze jetzt mittlerweile. Wo? In Bayern. Also besitzt du immer noch? Besitze ich immer noch. Wie viele? Zwei. Machst du das jetzt? Also hast du immer noch Bordells? Ja, genau, Bordelle habe ich noch. Ja, ja. Okay. Wie läuft das? Wie viele Frauen sind dort? Wir haben 30 Zimmer pro Haus. Momentan ist leider ein bisschen schlechter wegen Corona. Das heißt, pro Haus sind 15 ungefähr da, also insgesamt 30. Wie bist du zum Callboy rüber gewechselt? Das war so, ich wollte immer schon was Eigenes machen, wie viele andere auch. Und dann habe ich, wie vielleicht andere von euch auch, schon in YouTube-Foren also YouTube-Videos angeschaut, selbstständig sei, diese normalen Begriffe, wie man halt macht. Und dann bin ich auf ein Forum gestoßen, wo ein Automatenaufsteller seine Geschichte erzählt hat. Also er hat Getränkeautomaten und Spielautomaten betrieben. Und das hat mich so fasziniert, weil er auch von seinem Ertrag gesprochen hat. Und der war halt in dem Alter, war es für mich auch als Junge. Das Geld war halt das, was mich so gereizt hat. Das habe ich dann letztendlich gemacht. Also ich habe das Geld gespart. Das war ja eh schwarz auf gut Deutsch. Das hat sie mir einfach zugesteckt, dann auch für die sexuellen Dienstleistungen, die ich verbracht habe mit ihr. Also hat dir das Callboy-Sein an sich nicht Spaß gemacht, oder wie? Nein, ich bin ehrlich, es war nur wegen dem Geld. Also ich, wie gesagt, ich war nüchtern, muss man auch dazu sagen. Natürlich, ich habe jetzt nicht irgendwie davor gesoffen, dass ich mich hingegeben habe lassen oder so. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie hast du überhaupt einen Hoch bekommen? Also hast du ja dann Viagra gegeben, oder? Nee, sie sah nicht schlecht aus, wenn ich ehrlich bin. Das darf ich gar nicht so laut sagen, weil meine Frau auch da ist, aber ja. Der sexuelle Akt hat Spaß gemacht an sich. Ich habe mich danach total beschissen gefühlt, weil ich, weil es so eine gute Bekannte von meinen Großeltern, bis heute weiß das auch keiner, also von meiner Familie, weder Großeltern noch Ding. Wie kostet ein Bordellzimmer bei dir zu mieten?
150 Euro, wenn du einen Fensterplatz, also wenn die Damen einen Fensterplatz an der Straße haben, weil sie so mehr Kunden generieren können. Und wenn es Laufhaus ist, also das heißt, wenn die freie Eintritt zahlen, um reinzukommen und dann auf den Zimmern rumzulaufen und schauen, ob da Frauen sind, die ihnen gefallen, dann kostet 120 Euro. Geht aber zurzeit nicht wegen Corona. Ich habe Angst, dass er einfach nur gut reden kann, aber er wirkt glaubwürdig. Ja, er kennt ist auch sich, überzeugend. Ja, er kennt sich halt sehr gut mit der ganzen Thematik aus. Er sieht halt aus wie so ein Businessman, you know. Businessman, you know. Auf jeden Fall, aber ich weiß nicht, vielleicht kann er auch einfach nur gut reden, ne? Ja, ist ich immer dieses gut reden. Er hatte, bis jetzt auf alles eine Antwort. Ja, safe. Und er redet so voll gut drüber. Ja. Also nicht gut über das Thema, sondern er kann alles schnell beantworten. Ja, das kommt überzeugend rüber. Er hat Ahnung. Aber ich würde sagen, dann machen wir direkt mal mit dem nächsten Kandidaten weiter. Einmal hier. Er sieht irgendwie aus wie so ein YouTuber oder so, der so Vlogs macht und sowas. Meinst du? Ja. Ich bin Luca, ich komme aus Stuttgart und seit ich 15 bin, habe ich Kontakt zu Leuten, die Fußfetisch haben. Das heißt, ich treffe mich mit den Leuten. Bilder kriegen die von dir? Ja, also als ich damit angefangen habe, ging es da erstmal nur um Bilder und Videos. Weil damals hatte ich gar nicht die Intention, dadurch irgendwie mehr Geld zu machen oder sowas, zu irgendwie mich mit den Leuten zu treffen, weil ich fand das richtig ekelhaft anfangs. Was macht ihr so bei Treffen? Ja, das, was die halt wollen. Also es kommt halt immer drauf an. Es gibt ganz verschiedene Art, was die halt anspricht. Und es gibt auch Sachen, wo ich sage, das mache ich nicht. Das finde ich krass. Du? Inwiefern? Weiß ich nicht. Was sind deine Kunden? Männer oder Frauen? Es ist beidseitig. Also es gab auch schon Frauen, die Videos von mir haben wollten oder beziehungsweise auch treffen wollten. Was sind das für Frauen dann? Ältere. Also es sind allgemein immer Ältere, weil ich bin auch minderjährig. Warte, ganz kurz. Was labert er? Hey, was? Er hat sich gerade verraten. Ist das blöd? Warum? Er ist minderjährig. Ja? Ja? Ja, und? Nee, da, warte mal kurz. Er hat gesagt, er hat mit 15 angefangen, oder? Er hat mit 15 angefangen. Ja, was denn? Was? War das überhaupt, wenn er minderjährig ist? Hä, das eine Mädchen ist doch 14 gewesen und war doch auch so angestellt und hat mit Älteren geschlafen. Ich will mal jetzt weiterhören. Ich bin müde, Leute. Wir haben 1 Uhr. Mein Gehirn not functionating. Hey Jungs, Gas, du bist minderjährig? Ich bin minderjährig und es gibt... Stopp, Bro. Wie alt bist du? Ich bin 17. Man darf es nicht, das stimmt, aber es muss ja nicht heißen, dass irgendwie... Ich wollte gerade sagen, man darf es nicht. Hey, aber sie hier, die hat doch auch gesagt, dass sie früher angefangen hat mit 13. Da haben die nichts gesagt. Verstehe ich gerade nicht. Komm, weiter. Weiß, dass ich das mache. Habibi, du stehst gerade vor einer Kamera. Ja, das ist schon klar. Machst du es hauptberuflich? Er macht es, glaube ich, immer noch. Und das Mädchen, glaube ich, nicht mehr. Trotzdem. Ja. Nein, ich bin noch Schüler. Aber er ist halt noch so mittendrin, weißt du? Also. Ach, nee, warte, lass ihn einfach ausreden. Okay, tamam, sorry. Und damals wusste das niemand, damals wollte ich auch nicht, dass das jemand weiß. Eine Person wurde das Ganze halt in die Öffentlichkeit gezogen und deswegen möchte ich jetzt hier auch dazu stehen, dass ich das gemacht habe, beziehungsweise immer noch tue und einfach zeigen, dass man zu sich selber stehen sollte. Anfangs, also ich habe halt eine kleine Reichweite auf Instagram und das war auch dieser Anstoß dazu. Wir haben es davor geschaut, deswegen wusste du dies. Nein, der wirkt auch irgendwie so. Ja, safe. Zu einem über Instagram geschrieben, das war ja auch erstmal gar nicht meine Intention, darüber Geld zu verdienen oder so. Und dann habe ich mich angefangen, bei Seiten zu registrieren. Welche Seiten? Die heißt My Sugar Daddy. Ja, wie haben deine Eltern darauf reagiert, wo die das rausbekommen haben? Also das ist tatsächlich eine lange Geschichte. Ich erzähle es jetzt einfach mal, soweit ich kann. Meine Eltern. Hier hätte ich jetzt gefragt, okay, My Sugar Daddy, sag mal noch mehrere. Wenn er in dem Bereich tätig war, dann muss er auch mehrere Seiten nennen können. Ja, ich kenne sogar My Sugar Daddy. Echt? Ja, weißt du warum? Ja. Damals in der Abi-Zeit, alle hatten so voll Stress, alle so, ich schaff das nicht, das ist so anstrengend, ey, ich check gar nichts. Und dann alle so, ey, wollen wir Fußbilder verkaufen, wer hat die schönsten Füße und so. Und dann haben wir immer geguckt, du hast die schönsten Füße. Dann so, und war My Sugar Daddy die erste Seite oben? Ich weiß nicht mehr, aber einer hat so gesagt, ey, gib dir bei My Sugar Daddy ein. Ich so, was das? Die macht so, da kannst du so Sachen und sein Sugar Daddy finden und so Sachen und so Dinge ja, verkaufen. Ja, okay, seht ihr, dann ist es so eine Seite, die sogar Horner kennt, die hat nichts mit dem Thema zu tun. Ja. Lange Geschichte, ich erzähle es jetzt einfach mal, soweit ich kann. Meine Eltern sind getrennt, schon seit ich kleiner bin. Mein Vater ist Italiener und ich denke mal, in meiner Kultur wird sowas halt nicht gut angesehen. Und meine Geschwister haben mich auch abgestoßen. Es war ja erstmal, wollte ich nicht, dass das jemand weiß. Und also es gab eine Person, die hat das einfach gegen meinen Willen veröffentlicht, weil das war eine Person, mit der ich eng im Kontakt stande und auch mit dieser Person darüber gesprochen habe, weil ich mir dachte, was soll passieren? Und ihr kennt es bestimmt selber, wenn ihr falschen Leuten vertraut, und im Endeffekt auf die Fresse. Hattest du es nicht selbst ein bisschen komisch, solchen Leuten solche Bilder zu schicken? Und so? Natürlich fände ich es komisch, aber die Zahlen, sage ich mal, sehr gut.
Achso, willst du fragen? Frag du einfach. Ja, okay, geil. Ich dachte so, wo ist Ali? Aber die haben es so nah geschnitten, damit frag du deswegen. Ja, ja. Ich so immer, das ist einfach nur so ein Arm. Darf ich? Ich habe immer noch nicht irgendwie gecheckt, vielleicht hast du es schon erzählt, aber ich habe es jetzt nicht so aufgenommen. Warum machst du das eigentlich? Es gibt keinen speziellen Grund, warum ich das mache. Es ist halt einfach schnelles Geld. Im Endeffekt machst du... Also machst du doch irgendwo beruflich? Was nicht du? Beruflich. Was, ganz kurz. Also machst du es beruflich oder nicht? Ich bin Schüler. Ja, aber du machst es auch irgendwo beruflich. Ja, du irgendwie schon, damit. Kann man sagen. Ja, also machst du es offiziell? Richtig, nein. So mit Steuerberater und so? Nein, selbstständig nein. Und so? Was verdienst du mit einem Bild? Das kommt drauf an. Also sag mir mal, ey, ganz kurz. Die meisten sagen... Ganz kurz, guck mir in die Augen und sag mir einen konkreten Preis. Ich zwischen 50 Euro... Ich will ein Fußbild von dir. Ein Fußbild? Ein Fußbild oder ein Video? Mach mal ein Video. Die meisten zahlen zwischen 50 und 75 Euro. Und du musst das ja auch irgendwo anzeigen, dass du damit auch Geld verdienst. Ja, aber guck mal, sagen, er sagt ja gerade, dass er schwarz arbeitet. Ja, er macht es ohne Steuerberater. Er ist also minderjährig, macht schwarz. Und kommt auf YouTube und präsentiert das auch. Ja, nee, komm. Gut, also wenn ich Schwarzgeld verdiene, dann muss ich immer ganz leise ins Zimmer gehen und drüber reden. Also. Also ich Dad schwarz. Auf YouTube. Schwarz. Das hätte es nicht gemacht. Also machst du schwarz. Ich verstehe nicht, warum Menschen dafür jetzt oder raus. 100% raus. Safe. Es gibt halt Leute, die haben einen Fetisch da drauf. Du triffst dich mit den Leuten? Ja. Was macht ihr? Ja, es kommt drauf an. Also meistens wollen die halt, dass ich mit meinen Füßen irgendwas mache. Okay. Oder dass die an meinen Füßen lecken dürfen. Okay. Oder die irgendwie streichen oder massieren. Okay. Wie viel hast du am meisten, also von dem Kunden, an den du am meisten verlangt hast, wie viel war das? Ich glaube, das waren so 350 Euro. Bruder, der ist raus, Bruder. Warte ganz kurz. Wie lange machst du das schon? Seit ich 15 bin. Und Bruder, du bist jetzt 17. Raus, Bruder. Und du hast es noch nie irgendwie angezeigt, dass du damit Geld verdienst nebenbei. Das ist illegal, der ist unter 18. Was hast du da so für Kunden? Ich habe Kundinnen und Kunden. Und also es gibt keinen Klischee-Kunden. Ich möchte erstmal wissen, was hat derjenige für eine Idee? Was möchte der erleben? Was sind seine Tabus? Dann legen wir einen Rahmen fest und danach beginnt die Session. Gibt es bei dir Grenzen? Ja, klar. Wo du sagst, was wäre bei dir so tabu? Wo du sagst, okay, das wäre zu viel für mich? Also ich habe früher Full Service gearbeitet. Das heißt, ich habe da auch Verkehr gehabt. Aber das mache ich heute gar nicht mehr. Und ich setze den Rahmen. Wer mich anfasst, das muss ich erlauben. Online-Anzeigen von dir? Ja, klar. Also in dem Bereich machst du Werbung, schaltest Anzeigen auf Portalen. Was für Portale? Wie heißen die? Wie die zum Beispiel Galerie des Saat, Domina Forum, Peitsche. Schon sehr was, realistisch. Okay, okay. Ich auch. Sehr hast du denn auch aktiv, oder hattest du schon mal aktiv Sex mit jemandem? Ich habe ja gesagt, ich habe früher Full Service gearbeitet. Das heißt, also ich habe in so Herrenüberschusspartys gearbeitet als Animateurin und als Escort. Also ich habe Hotelbesuche gemacht und früher habe ich halt auch gefickt. Aber das mache ich jetzt schon lange Zeit nicht mehr. Macht dir der Job Spaß? Ja. Okay, also, du musst es richtig verstehen. Also, als Domina verkehrt man nicht? Gar nicht. Also, ich kann nicht für alle meine Kolleginnen sprechen. Es gibt sicherlich auch Dominas, die Verkehr haben, aber ich halt nicht. Ich bin aber keine klassische, unberührbare Domina, die sich nicht anfassen lassen würde oder so, sondern ich mag das durchaus auch, meinen Körper einzusetzen im Spiel und damit halt vielleicht mit den Reizen zu spielen oder sowas. Es gibt halt die Seite und die Seiten. Es gibt die Seiten wie bei ihr zum Beispiel, dass es ihr Spaß macht und sie Spaß an ihrem Job hat. Ja. Dann gibt es aber auch leider die anderen Seiten, wo die Leute das sehr aus werden, Not, ne? Ja, klar. Deswegen finde ich es auch gut, dass hier alles aufgezeigt wird. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, vom. Sie war schon sehr realistisch. Ich fand's auch realistisch. Ich hab Angst jetzt, dass sie auch nur gut reden kann. Weißt du schon, dass sie so eine Schauspielerin ist und sich einfach damit auseinandergesetzt aber hat? Aber ihr habe ich gerade irgendwie schon geglaubt. Das ich habe dir auch geglaubt. Jetzt kommt das Problem. Ich glaube ihr, ich glaube dem Businessmann. Obwohl der Businessmann jetzt im Vergleich zu ihr war so lala. Ja. Und dem ersten Mädchen. Ja, das sind auch meine drei Favorites. Ja. Jetzt erstmal mit der Person weiter, die wir am ehesten rauskicken würden. Also, bevor die was sagen, ich würde sagen, das Mädchen ganz links. Ah, stimmt, mit ihrer Mutter. Wo genau, die. Ja, die. Den hier. Und danach diesen Jungen und dann die drei nochmal ein bisschen befragen. Ansonsten, ja, schauen wir mal. Dann schauen wir. Mitte. Sag mit dem Fuß. Safe, ja. Ja, safe. Also Mitte ist für mich, er lächelt auch schon so ein bisschen. Guck mal, alleine dass du uns hier was erzählst, was ja theoretisch illegal ist, dass du als Minderjähriger Sexdienstleistung anbietest, darfst du ja nicht. Deswegen, weißt du. Aber du bist ein guter Typ. Raus mit ihm!
nochmal jetzt zur Frage. Also du hast da keine Lust drauf, aber machst es trotzdem. Ja, wie gesagt, ich bin in einer schweren Situation momentan. Wie gesagt, ich habe bei Rewe gearbeitet, wurde da gekündigt. Deswegen, ich habe ja jetzt meine eigene Wohnung und muss sie auch irgendwie finanzieren können. Ich verdiene auch, also ich bekomme Arbeitslosengeld, davon kann ich meine Wohnung bezahlen. Dein Sachbearbeiter von deinem Arbeitslosengeld weiß aber, dass du nebenbei Geld verdienst? Nein. Also machst du es nicht offiziell? Nein. Ja, ich kann das nicht glauben, wenn Leute sagen, ja, also ich mache das inoffiziell und niemand weiß darüber, aber so, ja, das kriegt doch jeder mit, wenn du es auf YouTube postest. Ja. Deswegen, sie war auch schon unglaubwürdig, weil sie gesagt hat, keiner weiß davon und jetzt durch das Video erfährt jeder davon. Das ist so blöd. Hä? Nee, Digga. Raus mit ihr. Raus mit ihr. Und du erzählst es jetzt hier vor der Kamera. Ja, weil meine... Begleitung definitiv nicht sowas wie TikTok, YouTube oder sowas. Nein. Aber das Finanzamt kann auch mal drüber gucken. Oder? Ja, aber die gucken, glaub mir, die gucken richtig sogar. Die gucken Bayern Nines Videos. Aber ey, hast du geil gemacht? Ja, für mich. Hast du cool gemacht oder nicht? Deine Story war cool, oder? Nicht? Schon. Ey, nein, die hat sich doch gerade verraten. Die weiß doch, dass sie raus ist. Ja, aber alles raus und oh mein Gott! Stark! Ich habe eine spezielle Frage an Sie. Die ist absolut auf Arbeit. Eine spezielle Frage an Sie. Und zwar, bevor man sowas startet, was muss man da genau machen? Also bei mir war das so, ich habe eine Zeit lang nebenher gearbeitet. Also ich habe hauptberuflich was anderes gemacht, auf einem Reiterhof so Reittherapien gemacht. Und damit habe ich aber nicht genügend Geld verdient, um mein BAföG zurückzahlen zu können. Deswegen habe ich nach einem Job gesucht, wo ich in kurzer Zeit relativ viel Geld verdienen kann. Und jetzt bin ich selbstständig. Musst du nicht auch noch dein BAföG zurückzahlen? Aber noch Zeit. Also, okay. Damals habe ich nebenher gearbeitet und habe meinem Arbeitgeber, also habe halt auch gesagt, hier, ich mache noch was nebenbei, aber habe dem nicht erzählt, was. Ne? So. Braucht man irgendwie so eine Erlaubnis dafür, dass man so Prostitution machen darf? Ja, es gibt ein Gesetz in Deutschland, das Prostituiertenschutzgesetz. Das heißt, man muss sich anmelden, man bekommt so einen Hurenpass. Das stimmt. Wo weißt du das? Ich höre, das stimmt. Ich habe, glaube ich, Leroy hat, glaube ich, auch schon eine Prostituierte interviewt. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es bei der war, aber sie hat es, glaube ich, auch erwähnt. Ich habe mich schon mal interviewt. Ey, aber Leute, jetzt mal im Ernst. Sie muss es eigentlich sein. Ja. Sie kann sogar über Gesetze und so sprechen. Aber ich weiß nicht. Nein, Junge, komm schon. Weil eigentlich, ich glaube, der 100%, aber ich denke wieder an letzte Folge, wo die auch das nur wusste, weil die dort in der Branche tätig war. Ja. Guck mal, weißt du, was ich sie gefragt hätte? Domina, ich kannte bis vor kurzem den Begriff nicht mal, ja? Kannte ich nicht. Sorry. Ich bin einfach so dumm dafür. Nein, ich habe das noch nie, ich habe noch nie davon gehört, deswegen. Und dann hätte ich so gefragt, wie kommt man da rein? Meldet man sich einfach nur auf einem Portal an? Oder wie weißt du, wie sowas abläuft? Weil zum Beispiel, ich weiß nichts über, ich weiß, dass eine Domina ist, aber ich weiß ja gar nicht, wie kommt es dazu? Also bei Leroy hat die so gesagt, dass eine Freundin von ihr Domina war und die hat gesagt, dass sie, die keine Domina war, kommen kann und sie kann das halt so lernen. Ja, jemand muss sich doch irgendwie so reinbringen, ja, oder? Ja, eigentlich schon. Gibt vielleicht verschiedene Wege. Ja. Einfach? Hurenpass, also ein Ausweis. Ja, der sieht aus, da steht da nicht drauf. Da steht Anmeldebescheinigung nach Prostituiertenschutzgesetz. Genau, drauf. Und das meinte ich, darauf wollte ich hinaus. Ja. Ja, und das hast du? Ja. Okay, ich würde mal sagen, wir machen in der Mitte. Überzeug uns, dass du ein Gigolo warst. Wie gesagt, es war nur bei dieser einen. Achso, du warst Gigolo nur mit einer Frau? Nur mit dieser einen Frau. Sie hat dich bezahlt? Sie hat mich bezahlt. Lohnt das sich für dich, Bordellbesitzer zu sein, also finanziell? Auf jeden Fall. Also jetzt wegen Corona ein bisschen schlecht, aber ich kann mich überhaupt nicht beschweren, wenn ich ehrlich bin. Nochmal links würde ich noch. Ja, habe ich auch nochmal links. In was für Verhältnis stehst du mit deiner Mutter jetzt? Beste Freundin. Ihr seid beste Freunde? Beste Freundin. So wie ich Schwestern. Oder, ey, hör mal zu, ne, ganz kurz realistisch betrachtet. Du musst wegen deiner Mutter in dein Heimatland, musst ein Jahr lang dich verkaufen, sag ich jetzt mal. Als Minderjährige. Und danach seid ihr 3 Jahre später beste Freunde. 2 Jahre später, Digga, das ist... So, Moment, erstmal... Ja, aber Guck mal, das Ding ist, ich habe das Gefühl, unter Familie verzeiht man sich alles, man findet immer wieder zusammen, es könnte sein. Und das Ding ist, ihre Mutter hat sie ja nicht gezwungen, das zu machen, sondern ihre Mutter wollte ihr eine Strafe geben, hat gesagt, du gehst ins Heimatland zurück, damit du da so erzogen wirst, weil sie frech war. Und sie hat sich von sich selbst aus verkauft. Sie hat es freiwillig gemacht. Und ihre Mutter wollte das, denke ich mal, nicht. Ja, ich glaube, sie gibt ihrer Mutter nicht mal die Schuld dafür. Ja, nee. Musste nicht, ich wollte. Aus Geldnot.
Ja, okay, aber du bist ja wegen ihr, musstest du ja dahin. Ja, muss ich ja. Das stimmt, aber trotzdem, ich bin nicht raus. Das ist ja eigentlich der Auslöser. Leute, glaub mir. Ich safe raus. Lass uns bitte erstmal den in der Mitte rausbearbeiten, dann würde ich gerne mich auf 2 fixieren. Ja, ich ehrlich, ich würde mich... Bei mir sind gerade 3 ein bisschen Waller. Also ich würde den gerne in der Mitte raushauen. Ich weiß nicht, habt ihr was dagegen, Jungs? Nee. Ich würde auch in der Mitte raushauen. Ja, okay. Für mich ist das einmal zu unreal. Für mich. Bist du mir damit einverstanden? Ich tendiere ja wirklich zu der Frau rechts und ich zu den Mädchen. Auch. Ich würde die das immer so richtig ausfragen. Deswegen der Typ aber der in der Mitte, der kennt sich auch gut aus. Ach, der ist locker BWL-Student. Okay, so. Tamara, ich schmeiß mich da raus. Komm, mich schützt gar nicht. Perfekter Schauspieler. Der hat am Anfang eine richtig lange Story rausgehauen. Was ist aus der Dame geworden? Also meine Großeltern haben weiterhin Kontakt mit ihr. Ich habe keinen Kontakt mit ihr. Ich sehe nur bei Weihnachtsfeiern zum Beispiel, wenn ich bei meinen Großeltern bin zum Beispiel. Da kommt sie halt zu Besuch oder andersrum. Nein, der weiß einfach, was er sagen muss. Aber er ist es nicht. Also Mitte raus? Ja, okay, dann komm, Mitte raus. Okay, Mitte raus. Nein. Aber Mitte raus. Nathan, was sagst du? Mitte raus. Sekko? Ja. Ali, sind wir uns einig? Ja. Dann müsstest du einmal Mitte raus. Okay, war das so eine gute Entscheidung, Digga? Ich weiß nicht. Warum? Doch, oder einer von den beiden. Okay. Sie oder sie? Er oder er? Die oder das? Der, die das was oder der? Was machst du zur Zeit? Ich arbeite immer noch bei Rewe. Von diesem Kuba-Trip hast du psychische Schäden? Ja. Therapie? Habe ich genommen. Was war das für dich das Heftigste, was du in Kuba erlebt hast? Wie gesagt. Immer wenn es um Therapie geht, habe ich das Gefühl, du kannst dir so richtig ans Brett nageln, wenn du sagst, Name ist Therapeutin, wo ist der? Ja. Fachbereich. Ich hätte gesagt, haben deine, ich hätte so ein bisschen was so, guck mal, so ablenken vom Thema und dann einfach wieder ins Thema rein. Ja, da können so. Ich überlegen. Ja, so. Haben deine Tattoos Bedeutungen hier zwischen der Brust und die Schlange? Ja. Irgendwie zwischen die Schlange soll die schützen oder was weiß ich. Ja, sowas. Und dann, wenn die überlegt, Bob, wie heißt der dein Therapeut? Ja. Wie heißt deine Mutter? Ja, sowas. Machete. Wie ist es dazu gekommen, dass er eine Machete gezogen hat? Das war ein sehr alter Mann. Er war unnormal betrunken, hat richtig gestunken und ich wollte einfach nicht und quasi hat er mich vergewaltigt, hat mich gezwungen. Also mein Bauchgefühl sagt, es ist rechts, wirklich. Das ja. Ding ist halt auch, ich finde auch, die Geschichte links ist einfach keine Ahnung. Das Ding ist, die Geschichte links hat keinen Haken, hat genau, null Haken, hat wirklich Haken. Alles real, aber ja. Es ist einfach zu krass. Ja. Gab es einen Wunsch von einem Kunden, den du abgelehnt? Ja, ich habe auch schon Dates abgebrochen. Was war das für ein Wunsch? Also da ging es um das Kondom und der Gast wollte kein Kondom verwenden. Und ich habe ihm halt das 3-mal gesagt, dass es ohne Gummi nicht läuft. Und er hat sich nicht dran gehalten und dann habe ich das Geld genommen und bin gegangen. Was war's? Also, du hast das Geld einmal mitgenommen? Ja. Stark. Und was war das Heftigste, was du so erlebt hast? Also ich habe mal eine mehrtägige Erziehung, nennt man das, gemacht. Also so mehrere Tage, overnight und eine Person, das war in einem Hotel in Frankreich, wo es eigentlich verboten ist und den dann da mit Ketten gefesselt und ziemlich gefoltert. Ich frag mich nur, wie befriedigen sich die Kunden? Das ist der größte Kick, den sie haben können. Die machen nichts, die lassen sich einfach nur von dir foltern. Also es ist ja nicht einfach nur das, was ich mir einfallen lasse, sondern auch das, was er sich halt wünscht. Oder weißt du, bei ihr, oh mein Gott, ich habe so ich viele Fragen. Ich traue ihr ein bisschen nicht. Nein, aber ich habe so viele Fragen. Ich könnte so viele Sachen dort stellen, weißt du? Zack, 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 beantworte mir alles. Irgendwann stottert sie schon. Ja, ja. Irgendwann hat sie keine Antwort. Ja, aber das Ding ist irgendwie, ich glaube ihr nicht. Nicht so einfache Fragen, weil die weiß doch, wenn ich dort reingehe in dieses Format und ich rede darüber, dass ich ein Domina bin, dann wird die Jury doch 100% fragen, was war dein schlimmster oder dein krassester Fall und so. Und die hat sich auch was ausdenken können. Ja, safe. Aber du musst so Fragen stellen, was niemals vorbereitet. Die Folge hätte. Ist voll schwer oder ich bin einfach nicht dabei. Ja, guck mal, ihr seht es mal im Ernst, sie sind alle für sie. Ja. Aber weil für die andere, ich will einfach nicht, dass sie es ist, gell? Ja, das Ding ist, ich glaube, die andere kann es wirklich sein, weil wie die schon gesagt haben, das hat einfach keinen Haken. Also es gibt so kein Ausschlussprinzip, weißt du? Oder, weißt du, was ich meine? Ja. Aber ich will einfach nicht, dass es sie ist, deswegen schließe ich sie aus. Ja. Also kommen die Kunden auch oder? Ja, na klar.
Also die ziehen sich dann halt vor dir nackt aus, befriedigen sich, während du sie folterst. Nein. 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 Wie soll ich das denn sonst verstehen? Wie der Sex so siehst, also wie soll ich das verstehen? Ja, aber die geilen sich darauf auf, dass dann du... Dann kommen die? Ja, wie nicht, Bruder, kommen, so, aber einfach so? Das ist einfach die Lust. Ja, das ist einfach die Lust, Bruder. Ja, aber, Menschen, ja, aber Bruder, wie kommst du denn noch angezogen? Es ist ja nicht immer alles nur total hardcore. Ne? Also vielleicht steht jemand darauf, ausgepeitscht zu werden und das macht ihn schon geil. Und dann zum Ende der Session, zum Ende der gebuchten Zeit, dann helfe ich halt ein bisschen nach mit einem Vibrator oder mit der Hand. Oder wir benutzen noch irgendein Toy, was irgendwie schön vibriert. Oder es gibt einen Handjob. Ne? Ja, hallo, hier ist es, Bruder, die kennst du einfach mit dir. Ja, es ist so schwer. Ich weiß nicht, ist schwer. Nein, also, sollen wir dir glauben? Sollen wir dir glauben? Hast du noch Assi schon gefragt? Was also, Nathan, was sagst du? Wie recht ist. Hat sie gerade einfach Luft gegeben? Ich glaube, die hat Luft gegeben gerade. Ali hat ein bisschen Gegenwind gespielt, Bruder. Ich weiß gerade nicht, Mann. Ja, komm, gehen wir mit der. Junges, wir brauchen noch ein paar Fragen, weil ja, sonst ist es gerade nach Bauchgefühl. Ja, voll, halbe Stunde kannst du gar nichts einschätzen. Ja. Sagst du, wer soll raus? Ja, links raus. Links raus. Ja. Seko, was sagst ja, du? Ja, gleich. Was sagst du? Ich sag auch rechts, links raus. Hey, entscheiden wir jetzt schon? Anscheinend, ey, komm, wir gehen mit, weil... Ey, sollen wir es einfach aufteilen? Ich sag die rechte, also die linke. Nee, Mann, ich will ja nicht, dass sie es ist. Nein, wir gehen zusammen ja, okay, nach rechts. Rechts. Sag mal. Links raus. Beide raus. Rechts ist es, links raus. Ja, ich sag auch links raus. Dann würde ich sagen, drehen wir uns an der Stelle einmal um, oder? Okay, wir drehen uns auch um, Hadi. Ey, heute nicht. Hey Leute, die sind so müde, ne? Wir sind so. Okay, wir gucken jetzt einfach, komm. Schau deine Augen zu. Okay, nee. Püppchen. Ja, mach mich schon mal rein. Ich mach aber wirklich ja, zu. Ja, ich mach sie auch wirklich zu. Das mit diesem Bordell-Ding könnte ich dem sogar abkaufen. Achso, noch nicht. Okay. Komm schon! Komm schon! Es muss die Frau sein! Es muss die Frau sein! So, die schlaft gleich ein mit meinen Augen zu. Ey, am Ende der Businessman. Wallens, der Businessman ist rastig aus. Ja, es ist die Frau. Nein, die tun so. Die tun so. Ey, jetzt kommt Werbung. Warum konnte man kurz davor Werbung, Junge? Die machen extra Schuhe, damit die denken, Frau. Ja, Digga! Okay. Ja, das Ding ist... Okay. Ja. Aber ey, Leute, sie ist am Ernst. Ich fand die Folge... Ey, Alhamdulillah, es ist nicht das Mädchen. Ja. Walla, ich wäre traurig. Ja. Walla, ich hätte einfach beendet, gell, das wäre so traurig. Ja. Also, guck mal, ich muss sagen... Bro, ich war nicht mal dabei, wir haben es geschafft. Wir sind so mal nein, aber Gast. Ich fand die Folge jetzt im Ernst. Ich fand, das war die einfachste Folge. Also, nicht vom Thema. Das Thema ist wirklich sehr kompliziert, gell. Ja. Aber einfach so, ich wusste direkt, dass sie es ist. Ich wusste schon beim Reinkommen, dass sie es ist. Weißt du, warum? Warum? Also, das soll jetzt nicht so abwertend wirken oder so. Aber bei Leroy war diese Frau, diese Prostituierte. Domina, ja. Ja, und sie war keine Domina, ihre Freundin war eine. Und sie hat gesagt, ja, die müssen immer gerade stehen, immer gerade rücken, weil du musst attraktiv wirken. Und als sie reingelaufen ist, alle sind so reingelaufen und so, weißt du, und sie ist so. So ja, wie sie auch Dominante. So, ja, dieses, du musst ja den Kunden überzeugen, zu dir zu kommen, ja. Weißt du? Und als sie auch da stand, sie war die ganze Zeit so, Brust raus, Luft und so. Ich dachte mir so, sie hat dieses Bild. Du musst ja den Kunden davon überzeugen, ich muss zu dir kommen, weil du bist die Beste. Wie machst du das? Die hat immer gesagt, gerade stehen, so. Ja. Und deswegen, beim Reinkommen, dachte ich mir schon, dass die das ist. Ja, gut. Oh mein Gott, hab ich gar nicht mit gerechnet. Die hat's einfach krass gemacht, Digga. Da war nichts zu überlegen, also... Du, ich schwöre, du hast auch heftig gemacht. Genau, was bei dir alles erfunden? Nee, nur das mit Gigolo erfunden, also mit Bordell stimmt. Hast du wirklich Bordell? Ja. Ah, guck, weil er wirkt auch so, als hätte der eins. Ich habe mir das auch schon gedacht, weil er ist zu gut, er wusste zu viel. Ja. Aber Gigolo war erfunden, Tamar. Okay. Ach, krass. Oh, Ali, krass. Bei dir war alles erfunden, ne? Nein. Hm? Teilweise. Da sehe ich mich nicht zu. Okay. Hast du zwei Wahrheiten? Bruder, der hat's gemacht, der macht so, ach, das ist illegal. Ja, ich hab's nicht gemacht. Der hat das jetzt mitbekommen, das ist illegal. Am Ende, die ist gar nicht die Domina und so. Die haben so gesagt, ach, Bruder, du bist minderjährig und wir müssen es anders drehen. Sag mal, du bist die Domina. Du bist wirklich Bordellbetreiber, aber kein Gigolo. Also es hat gestimmt mit den Getränkeautomaten. Also ich habe Geld, das ich gespart habe, in Getränkeautomaten erstmal investiert.
und die dann zufälligerweise, es war auch nicht mein Plan, in ein Bordell gestellt, viel Umsatz generiert, dass ich weitere Getränkeautomaten und Spielautomaten letztendlich kaufen konnte und dann konnte ich mir mein erstes Bordell finanzieren sozusagen. Was kommt aus? Darf ich ganz kurz, wie viel Kapital braucht man dafür? Mein erstes Bordell gekauft habe von jemandem, der keine Kinder und so, also es war ein privates Verhältnis so irgendwie mäßig. Deswegen habe ich es viel billiger bekommen, als es eigentlich Marktwert wäre. Also ich habe 700.000 für das eine bezahlt und für das andere auch nochmal 600. Schnapper. Boah, nein, also eigentlich Schnapper für das, was eigentlich ist. Ja, ja. Wie siehst du das? Also ich denke, es gibt gemeinsame Interessen zwischen Sexarbeitenden und Betreibenden, aber nicht alle unsere Interessen sind die gleichen. Es gibt einfach noch zu viele altmodische Betriebe, aber es geht um Hierarchien, es geht um Macht. Eigentlich bin ich ja die Kundin in dem Laden, weil ich miete da ein Zimmer. Genau das kommt mir manchmal echt zu wenig raus, ne? Also da ist mir zu wenig Respekt. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass sehr viele Leute, die nicht so in dem Bereich drin sind, keinen wirklichen Unterschied sehen zwischen Zuhälter und Bordellbetreiber. Wo würdest du sagen, ist da der Unterschied? Ja, also wie ich schon am Anfang erwähnt habe, ist der erste Unterschied, dass alle Damen, die in solchen Etablissements arbeiten, komplett selbstständig sind, wie sie eben auch. Sie arbeitet zwar jetzt nicht in so einem Betrieb, aber komplett selbstständig. Das heißt, ist eigentlich nur eine Zimmervermietung, auf gut Deutsch gesagt. Musst du trotzdem mit Vorurteilen leben? Also deswegen wollte ich, also deswegen war auch meine Intention, hier mitzumachen. Ich wollte ein bisschen aufklären, was das Ganze angeht und auch eine Message an die Leute da draußen in der Gesellschaft senden, dass die Sexbetriebe und also nicht alle so sind, wie sie jetzt eben beschrieben hat. Und da muss ich auch zustimmen, dass viele Sexbetriebe jetzt auch, muss ich meine mit runterziehen, dass ich komplett schaue, dass alles top läuft, dass die Frauen oberste Priorität haben und Respekt gegenüber gezollt wird. Also das stimmt alles total und es ist ja auch nicht unbedingt die Schuld der Bordellbetreibenden, dass halt zum Beispiel so hohe Mieten verlangt werden. Das hat auch was mit Stigma zu tun. Bordellbetriebe dürfen nicht überall in der Stadt sein, sondern halt nur in bestimmten Bereichen. Die Miete für solche Gewerbeflächen wird ungleich höher sein, als wenn das irgendwie ein Lidl ist, der da reinkommt oder irgendein anderer Laden, weil es halt einfach, ja, wegen Perversion, ne? Weil es halt einfach nicht in der Gesellschaft geachtet wird. Und dann ist es auch klar, wenn die Kosten für die Betreibenden so hoch sind, dass sie die dann halt auch umverteilen. Aber ich finde es halt schon krass, so hohe Tagesmieten zu zahlen zu müssen. Die Musik ist viel zu laut, Bro. Macht mal gegen Ende ein bisschen leiser, ja? Ich verstehe sie gerade schon. Und sie so. Und ich finde es halt auch traurig. Da können sie eine ruhigere Musik. Ich will immer noch zu Ende hören. Ja, und ich will unbedingt wissen, was die mit den roten Haaren, die hat mich auseinandergenommen. Ja, die hat mich auseinandergenommen. Was macht die? Ist die Schauspielerin? Was macht die? Arbeiterin sozusagen. Aber ich sehe schon, dass das jetzt nicht die Schuld von ihm ist, sondern dass da halt auch gesellschaftliche Verhältnisse dran schuld sind. Okay. Habt ihr denn sonst noch was, was ihr den Leuten mitgeben wollt? Ja, da möchte ich schon noch was sagen. Ne? Endlich, also, das ist der Beat. Ich finde halt, das fängt in den Köpfen von allen an. Und wenn ich halt so Floskeln höre oder so lockere Sprüche wie, ja, du Hurensohn oder so, dann trifft mich das. Weil ich bin kein schlechterer Mensch als irgendjemand sonst, nur weil ich eine Sexarbeiterin bin. Und ich glaube, da würde ich mir wünschen, dass Leute halt offen und neugierig erstmal zuhören und dann sich eine Meinung bilden. Die müssen nicht meiner Meinung sein, aber zumindest können sie den Sexarbeitenden mal zuhören. Ja, heftig. Danke sehr. Okay, habt ihr sonst, wollt ihr irgendwas pushen, erwähnen? Ah, jetzt so. xladies_hnvr. Mary unterstrich. Bro, sagt die nur ihr Insta und sagt nicht, was sie eigentlich macht. Oh, schade. Wala, schreib mir auf Insta. Ich will wissen, was ich will wissen, wie du auf diese Story kamst. Ja. Gut, Leute, das war eine geile Folge. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen 20 Uhr. Mua. Liken, kommentieren, folgen. Mua. Tschüss.